Spielminute auch Fußball spielen wollen. Ja, wenn du in der 93. das 2-2 bekommst, dann ist es immer so schwierig. Da muss man ein bisschen von den Emotionen geleitet. Deshalb, ich hatte mit meinem Kollegen nach dem Spiel, aber das gehört eigentlich dazu. Im Endeffekt, wir hatten vielleicht ein Stück, ein, zwei Chancen mehr, aber jedenfalls hat er auch in der zweiten Halbzeit den Kopfball, dann, wo wir auch schlecht verteidigen schon, dann die Flanke, wo der, was ist der Achter von euch, annimmt, ganz frei, wo er dann zu weit annimmt, da kann auch die eine oder andere Situation entstehen. Wir wissen eigentlich, dass in der ersten Halbzeit hatten wir 200-prozentige, die wir nicht gemacht haben, dann jetzt 3-1 gestanden, dann wäre das Spiel für Hüfeld schon mal anders gewesen. Haben wir nicht gemacht. Wir hatten in der zweiten Halbzeit dann zwar die ein oder andere Umschaltsituation, die wir nicht gut ausgespielt haben. Der letzte Ball oder die letzte Idee war die falsche. Und ja, im Endeffekt müssen wir mit dem 1-1 leben, mit dem 2-2 leben. Ist halt bitter, dass du es in der 93. Elfmeter bekommst. Der war mit Sicherheit in der Bundesliga, werden solche Dinger gepfiffen. Es gibt ja heutzutage kein absichtliches Handspiel oder unabsichtliches. Ja, deshalb. Aber im Endeffekt, ja, 2-2 ist ein gerechtes Ergebnis. Bravo.